Eine weitere wichtige Institution der Europäischen Union ist der Europäische Gerichtshof. Auch ihn schauen wir uns mal genauer an. Der Europäische Gerichtshof ist das oberste rechtssprechende Organ der EU und hat seinen Sitz in Luxemburg. Jedes Mitgliedsland der EU ist dort mit einer Richterin oder einem Richter vertreten, die für 6 Jahre im Einvernehmen aller Mitgliedstaaten ernannt werden. Aus ihrer Mitte wählen sie eine Präsidentin oder einen Präsidenten für die Dauer von 3 Jahren. Der Gerichtshof nimmt verschiedene Funktionen wahr. Er ist Verfassungsgericht, Verwaltungsgericht, Arbeits- und Sozialgericht, Strafgericht und Zivilgericht der Europäischen Union, hat also viele verschiedene Zuständigkeiten und Aufgaben. Besonders wichtig ist beispielsweise die Aufgabe, das EU-Recht auszulegen und zu gewährleisten, dass es in allen EU-Mitgliedstaaten auf die gleiche Weise angewendet und entsprechend eingehalten wird. Das heißt, die Richter und Richterinnen geben vor, wie Vertragswerke und Gesetze interpretiert werden müssen. Es wird außerdem geprüft, ob neue Entscheidungen und Beschlüsse, die von den EU-Staaten gefasst wurden, mit den EU-Gesetzen vereinbar sind. Nicht nur die einzelnen Mitgliedstaaten oder EU-Organe können sich an den Europäischen Gerichtshof wenden, sondern auch Einzelpersonen. Jeder kann ein nationales Gericht auffordern, den Europäischen Gerichtshof um eine Auslegung zu bitten. Wenn man von einem Beschluss einer EU-Institution selbst betroffen ist, kann man sich auch direkt an den Europäischen Gerichtshof wenden. Auch hier gibt es wieder eine Verwechslungsgefahr. Der Europäische Gerichtshof ist nicht das gleiche wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser sitzt in Straßburg und ist ein Organ des Europarats. Somit gehört er nicht zur Europäischen Union. Und wer jetzt neugierig geworden ist, kann gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Dort finden sich Erklärvideos zu den anderen EU-Institutionen.